Hallo, willkommen zum dritten Teil von Softwarewerkzeuge für Ingenieurinnen und Ingenieure. In diesem Video geht es ums Thema Textverarbeitung und das Erstellen von Dokumenten. Sie werden in der beruflichen Praxis wahrscheinlich viele Texte verfassen müssen. Spezifikationen für Projekte, Dokumentationen der Arbeit, die Sie gemacht haben, Berichte, vielleicht Patente, Protokolle von Besprechungen. Und auch im Studium im Privatleben, Briefe, Bewerbungen schreiben, Lebenslauf schreiben, ja, Ihre Bachelor-Thesis. Und deswegen müssen Sie wissen, wie man mit einer Textverarbeitung umgeht. Und zwar nicht einfach nur aufmachen und tippen, sondern gekonnter Umgang. Denn bereits auf den ersten Blick kann man erkennen, wenn jemand sich leider nicht mit einer Textverarbeitung auskennt. Da werden verschiedene Schriftarten benutzt, verschiedene Schriftgrößen gemischt, Zeilenabstände und Textausrichtungen stimmen nicht. Also mal Blocksatz, mal linksbündig. Die Gliederungen sind ungeschickt, nicht ordentlich formatiert, Rechtschreibprüfung wurde gar nicht verwendet. Und das brauchen Sie, das sollten Sie können und ein paar Tipps kriegen Sie hier in diesem Video. Es gibt verschiedene Textverarbeitungen, Word, LibreOffice, OpenOffice, aber auch LaTeX mit einem ganz anderen Arbeitsprinzip. Allerwichtigster Tipp für Word, LibreOffice, OpenOffice, benutzen Sie Formatvorlagen. Diese Formatvorlagen helfen Ihnen dabei, bei gleichen Texten immer die gleiche Formatierung zu haben. Je nachdem, welche Version Sie haben, welche Textverarbeitung Sie haben, manchmal sind die Formatvorlagen ein bisschen kreativ, ein bisschen bunt. Ich habe Ihnen mal hier Vorschläge aufgeschrieben für eine mögliche Einstellung. Für Grundschrift, also den normalen Text, Abstände vor und nach dem Absatz, Überschriften, Abstand vor und nach Überschriften. Und bei Überschriften sollten Sie dann noch einstellen, dass Sie nicht beim nächsten Absatz trennen sollten. Das müssen Sie nicht machen, das können Sie auch anders machen, aber dann haben Sie mal eine Vorlage. Beispielsweise Text mit Serifen. Ich habe jetzt hier Arial genommen, aber so eine Serifenschrift Times New Roman, das ist ein bisschen besser lesbar mit diesen kleinen Serifen hier, wirkt da ein bisschen altmodisch. Kann man so und so machen. Und zum Beispiel können Sie auch sagen, dass ein Kapitel immer auf einer neuen Seite beginnen soll. Wenn das ein Drei-Seiten-Text ist, nicht so gut. Aber wenn Sie jetzt 40, 50, 60 Seiten für eine Bachelorarbeit schreiben, ja, das macht schon Sinn. Und apropos Abstände vor und nach Überschriften, bitte nicht durch Leerzeilen erzwingen, sondern das macht man in den Formatvorlagen. Ich werde manchmal gefragt nach LaTeX. LaTeX ist ebenfalls eine Textverarbeitung, die ein anderes Arbeitsprinzip hat. Also Word, LibreOffice, OpenOffice haben das Prinzip What you see is what you get. Das heißt, Sie sehen auf dem Bildschirm, nicht ganz, aber praktisch das Format, so wie es später beim Ausdruck auf dem Papier entsteht. LaTeX macht das ganz anders. LaTeX ist ein Textsatzprogramm. Das heißt, Sie schreiben eigentlich einen Quelltext und kümmern sich gar nicht um die konkrete Formatierung, sondern Sie kümmern sich eher um die Gliederung, um die Struktur. Das heißt, Sie haben eine Syntax, wo Sie zum Beispiel sagen, hier beginnt ein neues Chapter, neues Kapitel und so heißt das. Dann gibt es Label und Referenzen, da definieren Sie einen Bezug, da verwenden Sie den. Aufzählungen machen Sie mit diesen Befehlen. Indexeintrag, wenn Sie einen Index haben möchten. Das ist ein bisschen Einarbeitung, was Sie da brauchen, aber für längere Texte, ich sag mal so ab 10 Seiten, ist LaTeX deutlich komfortabler. Also ich mache es ebenfalls so, kleinere Dokumente, 4, 6, 8, 10 Seiten schreibe ich mit Word oder OpenOffice. Längere Texte, da nehme ich LaTeX. Das ist einfach übersichtlicher für Referenzen. Man kann mal Kommentare im Text machen, die dann auch stehen bleiben können, aber die bei der Übersetzung in ein Layout dann nicht mehr verwendet werden. Hier mein Beispiel. Das wäre hier der Text, den Sie schreiben. Das wäre hier eine Syntax-Highlighting von Ihrem Editor. Sie sagen also, ich habe hier ein Chapter. Das ist der Name von dem Chapter. Und dann gibt es hier ein Label, normaler Text, dann eine Aufzählung, Beginn der Aufzählung, die einzelnen Aufzählungspunkte, Ende der Aufzählung, eine Sektion und die soll in den Index aufgenommen werden, Untersection und dann wird hier meine Referenz benutzt. Also diese Funktion ist im Kapitel so und so definiert. Und dann schreiben Sie das erstmal hin und das wäre dann die Form, die dann von LaTeX erstellt wird. Das ist jetzt aus dem Buch. Lehrbuch, was ich geschrieben habe.
Das heißt, die Überschrift kommt dann hier vorne hin. Hier diese Items sehen Sie hier vorne. Und hier ist eine Referenz, ist im Kapitel 3, Name vom Kapitel. Das ist im Prinzip automatisch eingefügt hier vorne aus diesen Referenzen. Und das ist halt sehr praktisch, dass Sie dort relativ übersichtlich, relativ gut erkennbar solche Referenzen einfügen können. Auch diese Aufzählung brauchen wir sich nicht darum zu kümmern, wie die aussehen. Das gibt man einfach hier an und trennt im Prinzip Texterstellung und Gliederung von dem eigentlichen Layout. Ganz wichtig auch Grafiken und Bilder. Viele Berichte, viele Protokolle, Spezifikationen, die Sie brauchen, benötigen Grafiken und Bilder. Und Sie sollten wissen, wie man Grafiken erstellt. Ganz wichtig dabei, es gibt zwei verschiedene Sorten von Grafiken. Das eine sind Vektorgrafiken und das andere sind Rastergrafiken. Vektorgrafiken bestehen aus Grundelementen, Linien, Pfeilen, Buchstaben. Und das hat den großen Vorteil, dass eine Skalierung möglich ist und auch eine Nachbearbeitung. Sie können also wieder einfach da reingehen und den Text hier ändern. Das ist wirklich abgespeichert als Buchstabe. Das ist abgespeichert als Pfeil. Und wenn Sie das hochskalieren, ob klein, mittel, groß, das wird immer wieder neu berechnet. Also diese Buchstaben werden immer wieder neu errechnet. Das sieht wirklich einfach schön aus. Bei einer Rastergrafik würden Sie hier Klötzchen sehen. Rastergrafik oder Pixelgrafik ist eigentlich nur sinnvoll, wenn Sie echte Bilder haben. Das heißt, Sie haben hier so ein Bild und wenn man dann mal reinzoomt, dann sehen Sie hier die einzelnen Bildpunkte. Das ist bei einem Foto ganz normal, dass das aus Bildpunkten besteht. Eine Grafik sollte als Vektorgrafik erstellt werden. Sie sollten sich mit Programmen auskennen, mit denen man Grafiken und Bilder bearbeitet. Einige Vorschläge hier von mir für Vektorgrafiken, zum Beispiel Visio im Microsoft Office Paket oder auch Inkscape, wo ich jetzt einen Stern dran habe, sind Software, die ich jetzt persönlich nicht kenne, aber die empfohlen wird. Rastergrafik, da gibt es GIMP, IrfanView, auch das normale Windows Paint ist für manche Sachen ganz praktisch, Photoshop und noch viele weitere. Also schauen Sie mal, was Sie dort verwenden können. Sie sollten solche Programme benutzen können. Ja, das waren die wichtigsten Tools und Softwarewerkzeuge, die mir eingefallen sind für diese drei Videos, die Sie haben. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Dinge. Und das sage ich mal so unter dem Titel Allgemeinwissen über Computerbenutzung. Da gehört zum Beispiel sowas zu, wie Betriebssystem Linux zu kennen. Wie mache ich eine Internetseite mit HTML oder einem Content-Management-System? Wie kann ich Batch-Modus aufrufen, um Stapelverarbeitung zu machen, vielleicht auch Programmiersprachen. Das sind alles Dinge, die man können kann, die sich mal anschauen können. Gucken Sie auch vielleicht mal so Top-Download-Listen an. Das heißt, was für Programme sind beliebt, welche werden häufig verwendet. Wenn Sie sich mit denen auskennen, können Sie vielleicht Probleme damit lösen. Ja, und das sind alles Dinge, wo Sie im Prinzip mit Ihrem Werkzeugcomputer souverän umgehen können. Und das sollte für Sie als Ingenieurin oder als Ingenieur prinzipiell selbstverständlich sein, weil Sie damit einfach effizienter sind. Sie können Probleme schneller lösen, besser lösen, also auch im Sinne von weniger fehleranfällig und schöner lösen. Macht einfach mehr Spaß, etwas systematisch zu lösen, als manuell irgendwelche Dinge zu erstellen. Für mich persönlich ist auch interessant, dass das immer so eine Arbeitsprobe sind. Das heißt, jemand, der sich mit solchen Dingen wie Linux oder Ähnliches auskennt, das ist einfach immer eine Referenz für Souveränität. Und wenn ich so jemand bei mir im Projekt habe, dann sage ich prima, das ist jemand, der oder die hat bestimmt auch sonst Ahnung im Umgang mit systematischer Problemlösung. Ja, das war das dritte von drei Videos. Falls Sie die anderen beiden noch nicht gesehen haben, schauen Sie auch mal rein, falls Sie das Thema interessiert. Ich hoffe, Sie haben was bei gelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen.